Freiheitlichen sind in 11 Gemeinden zur Wahl angetreten. Für die Partei von Andreas Leiter-Reber sind das deutlich weniger als im Jahr 2015. Da waren es noch 23 Gemeinden, Listenverbindungen inklusive. In einzelnen Gemeinden sind freiheitliche Kandidaten auch auf den Bürgerlisten anzutreffen. Die Freiheitlichen haben bei dieser Wahl ihre Kandidaten in weniger Gemeinden ins Rennen geschickt als im Jahr 2015. In 11 Gemeinden, um es genau zu sein. Und das Erschreckende für mich ist ja, dass, wenn man die im KM die Grünen anschaut, die in noch weniger Gemeinden kandidieren und die Südtiroler Freiheit mit als beste Oppositionspartei in 19 bei 116 Gemeinden. Und ich glaube, das sagt schon einiges auch über die Parteienvielfalt vor Ort aus. Mancherorts mussten die Freiheitlichen Verluste einstecken. In den Städten hätten sie sich mehr erwartet. Gemeindewahlen hätten eine eigene Dynamik. Jede Gemeinde ist anders, jede Gemeinde hat eine unterschiedliche Konstellation und Zusammensetzung an Persönlichkeiten und auch an Problemen vor Ort. Das ist einfach so und man erkennt da schon unterschiedliche Tendenzen auch. Es ist zum einen eine Personenwahl, aber es hängt auch damit zusammen, ob es in der Verwaltung in den Jahren zuvor oder in der letzten Legislaturperiode eben größere Mängel gegeben hat oder nicht. Und da gibt es eben unterschiedliche Ergebnisse auch daraus. 5 Minuten hätten Sie heute gefeiert, so der Obmann. Aufgrund eines Fehlers sah es kurz aus, als würde der Bürgermeister von Mühlbach ein Freiheitlicher werden. Dem war dann nicht so.